Also wenn ich von Malen sprechen sollte, muss ich vor allen Dingen vom Glück sprechen. Von meinem Glück. Ich habe das große Glück, eine, wie soll ich das nennen, eine Standleitung in meine Kindheit zu haben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in Welten abgetaucht bin, in Geheimgänge unter Burgen und dort mit Drachen gekämpft habe oder auf Pirateninseln war. Und ich, wenn ich heute meine Kinder sehe, die, ohne dass ich das will oder aufgefordert habe, sie das zu machen, jetzt auch da mit diesen glänzenden Augen vor ihrem Papier sitzen, weiß ich ganz genau, wie ich aussehe, wenn ich hier alleine bin und male. Ich habe die schönsten Malstunden meiner Tochter zu verdanken. Also eigentlich hat sie mich erst wieder herangeführt, einen Farbstift in die Hand zu nehmen, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und Wasserfarben, weil Malen ist ein großes Stück Entspannung. Da bin ich mit meinem Stift und dem Blatt Papier allein, da bin ich Gedanken verloren und wenn ich aufwache, stelle ich plötzlich fest, ich habe doch was ganz Schönes hingezaubert. Also raus aus dem Alltag, einfach abschalten. Mir ist es eigentlich sehr sympathisch, wenn das Gemalte sowas wie ein Schweigen hervorruft. Ne? Also dieses Innehalten und dieses Zögern und dieses Reflektieren, das, wenn das einhergeht ja, mit dem Betrachten, das Schweigen, wenn das die Konsequenz aus der Betrachtung ist, dann ist das eigentlich für mich jetzt gesprochen das größte Lob, ne? Das Schweigen. Malen ist für mich die grenzenlose Möglichkeit, etwas auf Papier zu bringen. Ist es bloß wichtig, dass man einem selber das gefällt. Man muss sich nicht darauf festsetzen, was andere davon halten. Man muss einfach Spaß dran haben. Es gibt viele verborgene Talente, die einfach nicht rauskommen oder sich nicht trauen oder einfach sagen, ich bin nicht gut genug. Ja, ja, ich würde einfach sagen, setzt euch einfach mal hin bei einer Tasse Kaffee, nehmt euch ein Blatt Papier oder ein Stück Karton oder einfach eine alte Zeitung und malt drauf los, was euch gerade so durch den Kopf geht. Also ich bin gern bei der Malele dabei und ich hoffe, viele machen mit, weil eigentlich ist die Malele ein so richtig verbindendes Element. Es ist etwas, was uns zusammenschweißt, zusammenschließt. Man reicht sich eigentlich die Hand mit einem kleinen Kunstwerk, etwas ganz Persönlichem. Musik